Hallo zusammen, mein Name ist Jana vom Bilby-Team und heute soll es darum gehen, wie du Shopsysteme an deinen Bilby-Account anbinden kannst und was es für Einstellungen dort grundsätzlich gibt. Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass die Anbindung von unterschiedlichen Shopsystemen auch immer ein bisschen unterschiedlich ist, weil die Shopsysteme immer unterschiedliche Informationen fordern, die du in deinem Bilby-Account hinterlegen musst. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Shopsysteme haben wir auf unserer Hilfeseite verschiedene Anleitungen. In diesen Anleitungen gibt es Schritt für Schritt Vorgehensweisen und auch Dinge, die du beachten solltest bei der Einrichtung der entsprechenden Shopsysteme. Den Link zu unserer Hilfeseite findest du natürlich in der Infobox. Auch werden unterschiedliche Funktionen von unterschiedlichen Shopsystemen unterstützt bzw. nicht unterstützt. So wird zum Beispiel der Bestandsabgleich nicht von allen Shopsystemen unterstützt. Eine Übersicht, welches Shopsystem welche Funktion unterstützt, findest du auch auf unserer Hilfeseite. Den Link packen wir dir natürlich auch in die Infobox. Trotz der unterschiedlichen Anforderungen der Shopsysteme gibt es einige Einstellungen, die du bei Bilby in jeder Anbindung von Shopsystemen findest. Wie die Anbindung im Allgemeinen funktioniert und welche Einstellungen das sind, zeigen wir dir jetzt. Um ein Shopsystem an Bilby anzubinden, musst du erst einmal in deine Einstellung wechseln, die du über das Zahnradsymbol erreichen kannst. In den Einstellungen wechselst du jetzt noch in den Menüpunkt Kanäle. Wie du hier siehst, sind in unserem Account schon 4 Shops angebunden. Wir haben 2 manuelle Shops und einen Shopify und einen WooCommerce Shop. Klickst du auf Neu, erscheint eine Liste mit Marktplätzen und Shopsystemen, die du an deinen Bilby-Account anbinden kannst. Wir nehmen uns jetzt beispielhaft einmal den Shop by 6 Account raus. Klicken wir jetzt auf Shop by 6 Shop, können wir mit der Anbindung starten. Hier oben kannst du einen Namen für deine Shop-Verbindung hinterlegen. Dieser Name wird bei Bilby intern verwendet, wenn du zum Beispiel Shop-Systeme aus einem Dropdown-Menü auswählen musst. Die nächsten Einstellungen, die du hier siehst, von URL bis PayPal Client Secret, sind Shopware 6 spezifische Informationen. Häufig ist es so in Shop-Verbindungen, dass du URLs, Benutzernamen oder Login-Daten hinterlegen musst. Welche das sind und wie du sie findest, ist auch in den Hilfeartikeln der jeweiligen Shop-Systeme beschrieben, so auch bei Shopware 6. Den Hilfeartikel von Shopware verlinken wir dir natürlich auch in der Infobox. Als nächstes kannst du auswählen, in welche Richtung die Änderungen abgeglichen werden sollen. Dir stehen zur Auswahl nie Shopware zu Bilby, Bilby zu Shopware oder Shopware zu Bilby und Bilby zu Shopware, also beidseitig. Was auf jeden Fall sinnvoll ist, damit Bilby auch Daten an deinen Shopware-Shop übermitteln kann und Shopware genauso Daten an Bilby übermitteln kann. Als nächstes kannst du auswählen, ob Aufträge von deinem Shopware-Shop zu Bilby übertragen werden sollen. Diese Option ist standardmäßig immer aktiviert, wenn du eine neue Shop-Verbindung anlegst und muss auch aktiviert sein, damit Bestellungen von deinem Shop-System an Bilby übertragen werden können. Ist diese Option aktiviert, kannst du hier noch auswählen, ab wann deine Aufträge importiert werden sollen. Du kannst auswählen, ob heute, heute minus 7 Tage, heute minus 30 Tage oder Benutzer definiert. So kannst du auch rückwirkend Bestellungen einlesen. Als nächstes findest du die Option Bearbeiten von Auftragspositionen verbieten. Ist diese Option aktiviert, dann kannst du quasi verbieten, dass Bestellpositionen von Bestellungen, die aus dieser Shop-Verbindung übermittelt worden sind oder dieser Shop-Verbindung zugeordnet sind, bearbeitet werden können. Darunter findest du die Option Erzeugen von Rechnungen mit Bilby verbieten. Hiermit kannst du Bilby verbieten, dass Rechnungen für Bestellungen, die dieser Shop-Verbindung zugeordnet sind oder über diese Shop-Verbindung eingelesen worden sind, erzeugt werden. Das bedeutet aber auch, dass du generell keine Rechnungen für Bestellungen erzeugen kannst, die dieser Shop-Verbindung zugeordnet sind bzw. die über diese Shop-Verbindung eingelesen worden sind. Das heißt weder manuell noch automatisch mit zum Beispiel einer Automatisierungsregel. Als nächstes findest du das Feld Artikel Preisanpassung. Dieses Feld überspringen wir jetzt einmal, weil das noch aus der Wanderzeiten übrig geblieben ist und jetzt für die meisten Shop-Systeme gar nicht mehr relevant ist. Hier in diesem Feld kannst du einen Standard-SMTP-Server auswählen. Dieser SMTP-Server muss von dir vorher konfiguriert werden in deinem Bilby-Account. Wie das geht, kannst du in einem anderen Video bei uns auf dem Kanal sehen oder auch in der Hilfe. Den Hilfeartikel dazu verlinken wir dir natürlich auch in der Infobox. Über das Dropdown-Menü werden dir dann die SMTP-Server angezeigt, die du schon in deinem Account konfiguriert hast und kannst diese dann entsprechend hier auswählen. Als nächstes hast du die Möglichkeit auszuwählen, nach wie vielen Tagen die Zahlungen der Bestellungen fällig sein sollen, die dieser Shop-Verbindung zugeordnet sind. Hier kannst du einfach eine Anzahl von Tagen eintragen.
Das letzte Dropdown-Menü ist dafür da, um festzulegen, aus welchem Land der Versand stattfindet von den Bestellungen, die dieser Shop-Verbindung zugehörig sind. Das ist vor allem im OSS-Kontext wichtig. Dennoch ist es nicht verkehrt, wenn du hier direkt das Land einträgst bzw. über das Dropdown-Menü auswählst, über das der Versand erfolgt, damit Bilby im Falle der Fälle entsprechende Informationen im Hintergrund hat und diese sich hier aus der Shop-Verbindung ziehen kann. Das war jetzt der allgemeine Reiter, doch wir haben in den Shop-Verbindungen noch mehr Reiter, die du hier oben findest. Als nächstes wechseln wir in den Umsatzsteuerreiter. Hier oben kannst du als erstes wählen, welcher Umsatzsteuermodus für Bestellungen standardmäßig verwendet werden soll, die über diese Shop-Verbindung eingelesen werden. Du hast die Auswahl zwischen dem normalen Ausweis der Umsatzsteuer, der Kleinunternehmerregelung, der innergemeinschaftlichen Leistung, also Nettopreise, der Ausfuhr in Drittland, dementsprechend auch Nettopreise und der Differenzbesteuerung. Welche Einstellung hier die korrekte ist, sprichst du am besten mit deinem Steuerbüro ab. Die können dir da am besten Auskunft geben. Darunter kannst du jetzt noch auswählen, welcher Standardumsatzsteuersatz für Bestellungen verwendet werden soll, die über diese Shop-Verbindung eingelesen werden. Dir stehen zur Auswahl der Satz 1, das heißt der nicht ermäßigte Steuersatz, der Satz 2, das heißt der ermäßigte Steuersatz oder 0%. Auch kannst du hier auswählen, wie Rabattgutscheine besteuert werden sollen. Du hast die Auswahl zwischen keiner Umsatzsteuer, ermäßigte Umsatzsteuer oder der normalen Umsatzsteuer. Als nächstes hast du noch den Reiter Layouts und Nummernkreise. Hier kannst du auf der linken Seite Standard-Nummernkreise für verschiedene Auftragsdokumente hinterlegen und auf der rechten Seite verschiedene Layouts, die standardmäßig zum Beispiel für Rechnungen oder Stornorechnungen verwendet werden sollen. Diese Nummernkreise und Layouts musst du natürlich vorher in deinem Bilby-Account konfigurieren. Wie das geht, haben wir auch schon mal in anderen Videos hier auf dem Kanal vorgestellt. Auch diese Videos verlinken wir dir unten in der Infobox. Du kannst dann einfach über das Dropdown-Menü wählen, welches Rechnungslayout in unserem Fall verwendet werden soll. Als nächsten Reiter haben wir die Versandprofile. Unterstützt das Shopsystem oder der Marktplatz das automatische Einlesen von Versandprofilen, dann kannst du das hierüber über diesen Button machen. Das ist zum Beispiel bei Etsy und WooCommerce der Fall. Für alle anderen Shopsysteme und Marktplätze, die das nicht unterstützen, kannst du aber auch manuell ein Versandprofil-Mapping vornehmen. Versandprofil-Mapping heißt immer, dass du ein Versandprodukt, das du in Bilby angelegt hast, einem Versandprodukt zuordnest, was du in deinem Shopsystem konfiguriert hast. Klickst du auf Neues Versandprofil-Mapping, kannst du das hier machen. Musst du erst eine ID eingeben. Die ID ist immer die ID des Versandproduktes in dem Backend von deinem Shop, nicht die ID von dem bei Bilby angelegten Versandprodukt. Als nächstes musst du noch den Namen des Versandprofils eingeben, so wie du ihn in deinem Shopsystem findest. Als nächstes musst du hier dann ein Versandprodukt auswählen, was du zuvor bei Bilby angelegt hast. Zum Beispiel DHL-Paket, wenn du den DHL-Geschäftskundenversand an deinen Bilby-Account angebunden hast. Als nächstes haben wir noch den Reiter des Bestandsabgleichs. Die Informationen stehen hier erst zur Verfügung, wenn du die Verbindung getestet hast oder gespeichert hast. Deswegen wechseln wir jetzt einmal in eine bestehende Anbindung. So sieht das jetzt zum Beispiel in einer Shopify-Anbindung aus, die wir schon zuvor in unserem Account konfiguriert haben bzw. gespeichert haben. Du kannst als erstes hier oben wählen, welches Lager angesprochen werden soll für Bestellungen aus dieser Shop-Verbindung. Normalerweise hast du hier nur ein Lager, aber Bilby unterstützt auch Multilager. Dafür musst du einmal unseren Support einfach kontaktieren. Die richten dir dann das entsprechende Lager ein. Und dann kannst du natürlich auch das zweite Lager hier oben auswählen. Jetzt hast du die Möglichkeit, den Abgleich bei neuen Artikeln direkt zu aktivieren. Das heißt, wenn ein neuer Artikel angelegt wird oder über eine Bestellung importiert wird, kannst du hier einstellen, dass der Abgleich bzw. halt der Bestandsabgleich direkt für diesen Artikel aktiviert ist. Möchtest du den Bestandsabgleich global für diese Shop-Verbindung aktivieren, solltest du auch den Abgleich aktiv hier aktivieren. Zudem hast du jetzt hier noch die Möglichkeit, dass bei neuen Artikeln der Bestand aus dem Shop übernommen wird einmalig. Das kannst du mit dieser Option aktivieren. Jetzt hast du hier unten noch den Mindest- bzw. den Höchstbestand. Hier kannst du Bilby einen Bestand vorgeben, der mindestens bzw. maximal an die Shop-Verbindung übermittelt wird. Hier musst du jetzt allerdings darauf achten, dass wenn du zum Beispiel einen Höchstbestand von 5 eingibst, dass auch maximal ein Bestand von 5 übermittelt wird an das Shop-System, auch wenn der tatsächliche Bestand bei Bilby höher als 5 ist. Das gleiche gilt auch für den Mindestbestand. Das heißt, wenn du einen Mindestbestand von zum Beispiel 3 eingibst, dann wird auch mindestens immer ein Bestand von 3 übermittelt, auch wenn der tatsächliche Bestand bei Bilby nur 2, 1 oder sogar 0 ist.
Hast du den Bestandsabgleich aktiviert und konfiguriert, dann findet der erste Abgleich immer dann statt, wenn es eine Lagerbestandsänderung bei Bilby gab. Das heißt, wenn du auf Speichern klickst, passiert erstmal gar nichts. Wenn sich aber der Bestand in deinem Bilby-Account ändert, zum Beispiel durch das Einlesen einer Bestellung aus dem Shopsystem, dann wird der neue Bestand dann auch an dein Shopsystem übertragen. Für den letzten Reiter wechseln wir jetzt einmal zurück wieder in unsere Shopware-Anbindung. Hier kannst du jetzt auswählen, wie oft deine Shop-Verbindung in diesem Zeitfenster abgerufen werden soll. Du hast die Wahl zwischen 0 Mal bis 6 Mal. Im Zeitfenster 0 bis 3 Uhr ist zum Beispiel 0 Mal konfiguriert. Das heißt, in diesem Zeitfenster findet kein Abgleich zwischen Bilby und dem Shop-System statt. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel 6 bis 9 Uhr anschauen, dann ist vorkonfiguriert, dass einmal innerhalb dieses Zeitraums ein Abgleich stattfindet. Stellst du zum Beispiel ein, dass dreimal innerhalb dieses Zeitfensters abgerufen werden soll, dann findet einmal pro Stunde ein Abgleich statt. Möchtest du, dass jede halbe Stunde ein Abgleich stattfindet, dann kannst du das mit 6-mal konfigurieren. Hier unten kannst du jetzt noch die Verbindung testen, vorausgesetzt, du hast alle erforderlichen Informationen eingegeben und die Shop-Verbindung dann auch speichern. Anschließend kannst du ganz einfach mit der Abwicklung deiner Bestellung über Bilby loslegen, die über diese Shop-Verbindung eingelesen werden. Wenn du Fragen zu den unterschiedlichen Shop-Systemen hast, dann schau am besten einmal in die Anleitung des entsprechenden Shop-Systems bei uns auf der Hilfeseite. Dort haben wir zum Beispiel auch ein paar Fehlermeldungen hinterlegt, die im Zusammenhang mit den Shop-Systemen und der Konfiguration der Shop-Systeme auftauchen können. Wenn du sonst noch Fragen hast, kannst du dich jederzeit an unseren Support oder auch unsere BEEs wenden. Bis zum nächsten Mal!